Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und heute geht es darum, wie man in Call of Duty Advanced Warfare bzw. in allen Call of Duties ein Comeback machen kann. Jeder kennt es, ihr spielt COD und hattet gerade eine richtig gute Runde, alles läuft super, Friede, Freude, Eierkuchen, wie man so schön sagt. Doch dann plötzlich, euer Aim versagt und ihr trefft den Gegner nicht mehr und sterbt, euer Movement ist grundlos verschwunden und die Gegner stehen alle hinter euch und alles ist nur noch, wie man auf gut Deutsch so schön sagt, scheiße. Man regt sich auf, weil man immer weiter stirbt, aber keinen oder kaum Kills bekommt und die KD immer weiter sinkt, man beginnt in Rage zu verfallen und wird wütend, wodurch man noch unüberlegter handelt und beschuldigt sinnlos Dinge für das eigene Versagen, bis zu dem Punkt, wo man seinen Controller in die Uhr wirft. Da kenne ich jemanden. Egal, weiter. Es ist eine Art Schneeballeffekt. Nur ein Tod könnte das alles auslösen. Und was braucht man dann? Ein Comeback. Man muss einfach zurück in das Spiel kommen. Und aus diesem Grund habe ich dieses Gameplay genommen, denn ich habe es hier genau nicht geschafft, wiederzukommen. Zwar konnte ich mich wieder etwas fangen, aber es war leider kein Comeback. Aber was habe ich und habt ihr wahrscheinlich auch schon öfter falsch gemacht? Der Grund, dass dieser Schneeballeffekt überhaupt aktiv wird, ist, dass die Selbstreflexion fehlt. Jetzt fragt man sich, Selbstreflexion, was ist das? Das ist eine gar nicht so schlechte Frage. Ich werde das kurz erklären. Also, ihr habt alle sicher schon mal einen Spiegel gesehen, oder? Am besten erkläre ich die Reflexion an einem Spiegel. Ein Spiegel reflektiert das Bild von dem, was ihm gegenübersteht. Das heißt, wir müssen zu einem Spiegel werden. Aber was genau spiegeln wir? Hier kommt der andere Teil des Wortes zum Einsatz. Wir spiegeln uns selbst und unsere Handlungen. Zum Beispiel schauen sich Profisportler Aufnahmen ihrer Spiele an, um zu schauen, wo sie welche Fehler gemacht haben. Um dann natürlich herauszufinden, wie sie diese Fehler vermeiden können, um später natürlich besser spielen zu können. Das ist die logische Konsequenz daraus. Natürlich hat jetzt nicht jeder ein Aufnahmegerät, aber ihr könnt ganz einfach auch während dem Spielen reflektieren. Also das nächste Mal, wenn die Gefahr besteht, dass ihr in diesen Schneeballeffekt gefangen werden könntet, dann macht folgendes. Atmet einmal tief durch und reflektiert. Passt die Klasse zu der Map und meiner Spielweise? Sollte ich eine andere Klasse nehmen, da die Gegner eine Drohne in der Luft haben und ich zum Beispiel in der Klasse jetzt Leichtgewicht habe und nicht das Perk, womit ich vom UAV nicht erwischt werde? Ist meine Sensibilität zu hoch oder zu niedrig? Sollte ich meine Laufwege ändern bzw. den Gegnern versuchen anzupassen? Diese Fragen solltet ihr euch stellen. Dazu kommt dann noch ein kleiner Tipp, und zwar spielt ruhiger. Ich weiß, ihr wollt rushen, ihr wollt da richtig rein und alle fertig machen. Aber da sagt euch der gesunde Menschenverstand schon, nein, das wird nicht funktionieren. Also lasst es am besten. Und noch ein Gedanke. Eine Runde wird eure KD nicht komplett zerstören. Und gebt nicht auf, denn man wächst nur an Herausforderungen. Also, da ihr jetzt runtergekommen seid und euch selbst reflektiert habt, könnt ihr loslegen und ein Comeback starten und die Gegner so richtig auseinandernehmen. Aber schön ruhig. Ihr müsst nicht campen, aber etwas ruhiger spielen. Ich hoffe, diese Tipps werden euch in Zukunft helfen. Wenn es euch gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, dann lasst doch bitte ein Like da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre ein Abo natürlich auch sehr nett, wenn ihr mehr von mir sehen bzw. hören wollt. Ich bin dann erstmal wieder weg. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut da rein, macht den Bildschirm aber nicht kaputt. Euer Random. Tschüss.